Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Runde. Kalli hier mit dem Bernie, hallo. Hallo. Ja ihr Lieben, wir haben letztes Mal jede Menge hier rumgeskriptet und gemacht und getan. Und ich kann euch schon mal sagen, es hat soweit funktioniert. Oben wurde auch gerade wieder geerntet, inklusive der Samen. Sieht alles ganz gut aus. Wir haben allerdings hier eine Pflanze rausgerissen, weil ich noch einen kleinen Fehler gefunden habe in meiner Berechnung. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen beim letzten Mal. Und zwar, wir gehen mal kurz in das Skript rein hier. War ganz witzig, ich habe Bernie die Sachen erklären wollen. Da ist mir selber aufgefallen, dass da irgendwo noch ein Rechenfehler drin ist. Und zwar haben wir hier mit der Summe des Grow-Status hier gerechnet. So, und ich habe bei der ganzen Geschichte überhaupt nicht drüber nachgedacht, wieder mal, dass bei dem Grow-Status der Summe auch wieder die leeren Pötte mit eingerechnet werden. Das ist schlecht, weil die leeren Pötte in diesem Status dann eine minus 1 haben und dementsprechend meine komplette Summe dann runtergezogen wird. Und ich muss eigentlich ja alle leeren Pötte rausrechnen. So, und dafür habe ich dann tatsächlich hier ein paar kleine Anpassungen gemacht. Ich habe hier noch zwei Register reingebracht, inklusive einem definierten Register von 42. Das entspricht aktuell unseren Pötten, weil ich keine Möglichkeit gefunden habe, irgendwie auszulesen, wie viel leere Pötte ich habe. Also ich hätte es am liebsten halt alles automatisch gemacht, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, wie ich auslese, wie leere Pötte ich habe. Also wenn ihr da eine Idee habt, ne, sagt es mir gerne, würde ich mich freuen. Was mache ich jetzt? Ich nehme diese 42 Pötte, mache daraus ein Minus der Anzahl der Pflanzen, die wir haben. Ne, das kann ich ja auswerten. Das heißt, wenn ich dann nur 41 Pflanzen habe, kommt da eine 1 bei raus, meinetwegen. Und diese 1 summiere ich dann einfach auf die Summe Stat, also hier auf den Growth-Status, weil jeder leerer Pot gibt eine minus 1 her und pro Anzahl leerer Pot rechne ich dann plus 1 drauf und habe dann eine 0 dafür und dann passt es wieder. Und ja, siehe da, sobald ich das gemacht habe, habe ich dann hier auch wunderschöne gerade Zahlen plötzlich im IC-Gehäuse. Ich bin begeistert. Also der Faktor von 0,6 ist natürlich schick. Freut mich sehr, dass wir da keine 2000 Nachkommastellen mehr haben. Ja, und das war's im Großen und Ganzen. Das bekommt ihr natürlich auch nochmal dann demnächst dann von mir aktualisiert im Discord. Und ja, vielleicht kommen hier auch nochmal ein paar mehr Kommentare rein oder so. Mal gucken. So, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr versteht, was ich da wie gerechnet habe. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Was wir aktuell dann jetzt noch machen, wir werden jetzt nochmal die... Nee, werden wir nicht. Wir werden jetzt einfach mal die Ernte verändern. Wir haben zwar oben jetzt einen Pot weniger, aber das ist jetzt erstmal Wurst. Wir verändern jetzt hier mal den Solstat von 5 auf 4, weil wir aktuell genug Samen haben. Und sagen jetzt hier Sollprozent 0,8. Das heißt, wir rupfen immer mal hier und da ein, zwei Pflanzen raus und dann ja, dann werden wir da halt ein bisschen aussortieren, irgendwann mal nachpflanzen und fertig. So, das Ganze exportieren wir jetzt und ja, nach einem gewissen paar Zyklen pflanzen wir dann halt nach, gucken dann, ob es dann besser geworden ist und so. Mal schauen, ne? Also, wie es sich entwickelt, werden wir gucken. So, wir machen heute auf jeden Fall hier weiter. Ja, mache hier eine schöne Straße von Grassamen, von Grasbüscheln. Die schmeißen gleich sowieso einfach, würde ich sagen, in unseren Turm rein und dann landen die nachher da, wo sie hin sollen, denn wir kümmern uns heute um die Verarbeitung, ihr Lieben. Endlich. Wir kümmern uns um das die Verarbeitung. Sollten wir auch ein bisschen zügiger angehen, weil nämlich schon diverse Heubüschel nur noch bei 4% sind. Das heißt, die sind in kurz oder knapp dann kaputt. Und dann ja, haben wir hier Bio, ne? Wie heißt das dann? Vergammelte Nahrung, ne? Ja, dann ist es dann Gammel, einfach nur Gammel, glaube ich. Aber im Endeffekt ist es auch Wurst, ne? Es wird ja eine 1:1 Umwandlung, also
Es sieht halt unschön aus, wenn da so ein Stück Kotze da rumliegt. So. Ja, ich habe die extra jetzt so gelegt, dass sie sich nicht mehr berühren. Jetzt bist du da drüber gelatscht und hast sie wieder zusammengeschoben. Wegen der Kollisionen. Die haben die ganze Zeit hier Geräusche gemacht. Egal, wir wollten in zügig weitermachen. Also mit Sorter und Stacker. Sorter und Recycler. Genau. Dazu kann ich euch schon mal was erzählen. Bernie und ich haben hier, wie immer, sehr viel rumgerätselt, wie wir was machen. Und wir haben uns dazu entschieden, keine Recycler hier aufzustellen, sondern die kommen auch an der Basin. Das heißt, das Einzige, was wir hier noch machen werden mit dem Gras und den Samen, ist dann tatsächlich, wir werden ganz einfach hier stacken lassen und anschließend sorten lassen. Der Sorter wird dann noch die ganzen Samen hier rausschmeißen, wenn wir sie denn brauchen. Das für den Fall, dass wir mal viel nachpflanzen oder erweitern oder sonst irgendwas, dass wir dann noch die Möglichkeit haben zu sagen, jo, die Samen schmeiß bitte raus und schmeiß sie bitte nicht in die Recycler. Dafür werden wir dann halt einen Sorter da hinstellen und fertig. So, wollen wir, Bernie? Ja, gerne. Bernie hat noch schon jede Menge Sachen am Mann, die wir brauchen werden. Und dann tüdeln wir das jetzt mal eben zusammen hier. Ja, so. Vor allem brauche ich erstmal meinen Anzug hier. Genau, Moment. Ich habe gerade irgendeinen Tastenkürzel gedrückt, der blöd war für meine Fenster. Wahrscheinlich. Ja. Dann blendest du nämlich alle aus. So. Bernie hat eine ganz nette, interessante Entdeckung gemacht mit seinem Anzug. Der stellt ja immer alles aus. Ich kann das nicht. Ich vergesse das sowieso wieder anzustellen. Es wird jetzt wohl mittlerweile wieder alles quasi an. Nee, wie war das jetzt? Es ist so, genau wie Conny gerade sagt. Normalerweise war es, also es war bisher immer so gewesen, dass man seinen Anzug halt ausgeschaltet hat und dann hat man den ausgezogen und ins Regal gelegt oder in den Rucksack, keine Ahnung wohin. Und jetzt brauche ich aber meinen Anzug gar nicht mehr auszuschalten. Das ist das Interessante. Ich kann ihn einfach ausziehen und von mir aus in meinen Rucksack stecken und dann arbeitet er nicht weiter, obwohl alle Schalter eingeschaltet sind. Also ne, Schalter wie Atmung, also Gas, Klimaanlage, genau, und überhaupt Sauerstoffzufuhr und die Filter halt, dass es gefiltert wird. Das brauche ich jetzt gar nicht mehr machen. Ich kann den Anzug einfach ausziehen, in den Rucksack stecken und dann arbeitet er nicht mehr, obwohl alle Schalter so geschaltet sind. Und das hat zur Folge, dass ich auch meinen Helm jetzt gelockt habe. Der ist jetzt permanent geschlossen. Ich kann ihn nicht aus Versehen mit I öffnen. Genau. Und das ist irgendwie komfortabel, habe ich festgestellt. Na, und ich bin ein Trottel, habe ich gerade festgestellt. Kann gar nicht sein. Wer scripten kann, ist auch kein Trottel, oder? Ach so, okay. Plötzlich der Oberschlaue hier. Ja. Genau. So. Ich hätte ja nur da hinten einfach nur das Ende ändern müssen und nicht alles hier. Naja, gut. So. Ist egal. Wie rum? Ich habe noch ein paar Stahlplatten in der Hand und schweiß das hier mal zu. Genau. Dann brauchen wir noch einen Computer und den Sorter. Wobei den Computer könnten wir auch reinstellen. Das hätte den charmanten Vorteil, dass wir demnächst auch einfach am Computer skripten könnten. Ja. Aber der muss im selben Stromkreis sein. Ja, das ist ja nicht das Problem. Na, du hast doch hier den Stromkreis nach draußen. Hast du da jetzt beim Trafo hier abgetrennt, oder nicht? Ja, gut, aber ich kann ja von innen noch eine andere Leitung legen, die dann nur auf den Sorter geht. Ist ja kein Problem. So, der Sorter braucht ja Datenkontakt zu seinem, was er machen soll. Ja, ist mir klar, aber das kriegen wir hin. Okay. So, genau, Bernie hatte mir letztes Mal noch einen Trafo hier gebaut. Zwei Stück, damit wir den hier vergrößern können. Der läuft nämlich aktuell nur auf 5000, was irgendwann ein Problem wird, weil das hier die Leitung ist, die auch nach oben geht. Deswegen müssen wir hier unbedingt noch einen größeren Trafo hinbauen. Und das machen wir dann über den hier. Sei von den kleinen Trafos gebaut und dann kriegst du den großen 25 kW. Genau. So. Da sollten wir dann auch mit der obersten Etage dann tatsächlich mit hinkommen. Plus hier draußen, das sollte wohl passen. So, ja, Strom haben wir. Das sollte wohl passen. Ja, wir haben übrigens in der letzten Folge, hattet ihr ja mitgekriegt auch, dass der
Ofen ein Problem machen. Oder da heißt der Ofen, nein, der Generator hat ein Problem. Und ja, wir hatten tatsächlich an ein, zwei anderen Stellen auch noch Probleme. Also keine Ahnung, ob das vielleicht irgendwie durch den Versionswechsel vom Spielstand hier und da vielleicht die Automatisierung gehangen hat. Weil eigentlich hatten wir in letzter Zeit ziemlich Ruhe damit. Also, keine Ahnung, müssen wir mal beobachten. Gegebenenfalls müssen wir dann tatsächlich sonst noch wichtige Stellen gegen ICs tauschen, wenn das noch weiter ein Problem werden sollte. Ich möchte ergänzen, was du gerade ansprichst, um das zu erklären für die Zuschauer. Also es gab ein Update, das Bobblehead-Update, so nenne ich das jetzt mal. Abgesehen jetzt von den Köpfen, die Wackelköpfe, darum geht es uns nicht, sondern mit diesem Update wurde unser Kali leider nicht mehr spielbar, also du konntest ihn nicht mehr laden, weil eben das eine modifizierte Welt ist und dieses Update eben die modifizierten Welten unspielbar gemacht hat. Und es gab aber zum Glück von den Entwicklern eben die Möglichkeit, auf die sogenannte Pre-Terrain-Version zu wechseln, also sprich zurückzugehen und das Update praktisch wieder rückgängig zu machen. Wir spielen jetzt also nicht in der aktuellsten Version mit der Bobblehead-Geschichte, sondern eben in der Pre-Terrain-Version. Und daher eventuell dieser Wechsel, also wir haben es abgedatet, das wird ja automatisch über Steam, wird es abgedatet, dann funktioniert es nicht mehr. Also mussten wir zurück auf die Pre-Terrain. Vielleicht ist dadurch eben so einiges durcheinander gekommen. Wir wissen es nicht. Ja, möglich ist dies. So, ja. Kannst du den Sorter setzen? Ja, ich habe ihn schon in der Hand. Moment. Ich guck mal gerade, wie rum ich den setze. Nee, das ist der Ausgang. Aktuelle Leitung, wo es dann hingehen soll, ist hier, ne? Mhm. Ja, die können wir ja ein bisschen dann hier hin verlegen. Ich möchte, glaube ich, den Sorter... Oder nee, der ragt nicht in die Wand. Nee, okay. So, ne? Ja. Okay, wollt's nicht ein bisschen mehr... Hä, ist das so richtig? Ja, der ist so richtig, denn dein Shoot ist nur nicht richtig. Deswegen war mein Gedanke, ob wir das nicht nach hier hinsetzen und die ganzen Zusammenführungen in die andere Richtung laufen lassen, weil hier können wir nämlich den besser hinstellen. Ja, aber wofür hast du denn jetzt hier 6 Frames gesetzt? Also es kommt ja nichts mehr. Dann setzt du doch einfach weiter in den Raummitte. Nee, Moment. Siehst du den Schachteingang hier am Sorter? Da muss der Schachteingang hin. Das ist mir klar. Und wenn ich den, dann steckt der aber halt bei uns in der Base, wenn ich den daran passend setze. Ja, aber du kannst den Sorter doch auch einfach weiter in den Raum setzen. Also es kommt ja sowieso nichts mehr hierhin, außer jetzt noch ein paar Shoots. Ich weiß nicht, was du meinst mit weiter in den Raum. Da, wo du stehst zum Beispiel. Hier? Ich weiß es nicht. Sag einfach. Ja, ist okay so. So. Ist okay so oder ist super? Nee. Okay, nehme ich nicht. Also wir hätten halt... Boah, das Licht blendet schon wieder. Ich weiß nicht, dieses Licht ist manchmal auch... Ich finde das Licht leider echt furchtbar. Das Helmlicht. Um das einfach mal jetzt gesagt zu haben. Ja. Ja, dann nimm dir doch deine Stirnlampe mit ins Gepäck und dann hast du die an. Ich habe die ja auch gerade an. Ja, dann schmeißt du ja auch irgendwie so komische Schatten, oder nicht? Nö. So, der Sorter. Welcher ist denn jetzt welcher? Der gerade ausgeht, ist der, der nicht sortiert ist. Und das, was rechts rauskommt, ist das, was du sortieren willst. Gut, dann nehmen wir rechts für die Samen. Mhm. Genau. Und gehen damit einfach in die Base. So, und der hier ist dann... Das ginge dann theoretisch zurück zur Base. Genau, das geht dann... Das, hier ist unser Greenhouse, Conny. Nicht die Base. Ja. Okay, ja. Und dann gehen wir da drauf. Das werden wir jetzt natürlich noch nicht vertschuten komplett, weil die Vorkehrungen in der Base ja auch noch nicht getroffen sind. So. Bist du nicht... Okay, komm. Ist gut. Was? Ja, pass auf. Deine Shoots, die du jetzt in die Base reingeführt hast, also die... Nicht in die Base, fange ich auch schon an. Die ins Greenhouse führen, aber von unserer Base hier hinführen. Die laufen doch hier unten im Boden. Da kannst du doch einfach hier runtergehen auf die Shoots. Da brauchst du jetzt nicht wieder hier die Kurve zu machen. Aber ja, ist egal. Auf eine Conny-Kurve kommt es nicht an. Dann baust halt wieder ab, ist mir Wurst. Mach doch. Nee. Ich hatte keine Lust, da die Frames jetzt wieder rauszuruppen und darauf zu hoffen, den Shoot richtig zu treffen. Weil wenn das nämlich viel schief läuft, dann geht unser ganzes Switchgras nämlich in den Boden. Ja, also. Ja. Okay, dann machen wir das so. Dann lassen wir das so.
Dann mache ich hier noch Strom dran. Ja, nee, warte. Wir können nicht an das Stromkabel da. Das meinte ich ja gerade. Wir müssen ja. Ach so, ja, dann lege ich halt hier noch eins rein. Obwohl, ja, das kommt dann auch durch. Ja. Leg gerade schon. So. Dann kommt das da raus, wo die Samen reinkommen. So, dann sind wir hier eigentlich schon durch. Das Einzige, was wir hier immer machen könnten, dann könnten wir nämlich gleich einfach schon mal das ganze Gras mit rausnehmen. Können hier einen. Lass mal den Schacht fallen. Ja, naja. Genau, aber ja, wo soll es dann hin, ne? Dann machen wir hier jetzt einfach ein Ventil dran. Dann können wir nämlich gleich einfach schon mal alles da reinschmeißen. Ja. Also der Sorter, wenn der verstopft, dann hört er auf zu sorten. Ja. Ist ja kein Problem, oder? Ja, wir haben jetzt ja, was weiß ich, 20 Stacks A100 und die passen nicht in die drei Chutes. Ja, aber was passiert denn mit dem Sorter? Oder was passiert denn, wenn der Sorter nicht weiter sortet? Bleibt es dann davor bleibt es doch einfach nur stehen oder wird das irgendwo gedrückt dann? Das. Nee, das weiß ich nicht. Vermutlich bleibt es dann einfach hier in den Chutes hängen, ja, genau. Solange bis dann auch die Stacker nicht mehr stacken können und nicht mehr ausladen können. Jo. Ja, die Stacker haben ja genug Platz da. Also. Ja, ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Sonst setzt doch einfach das Ventil ganz nach hinten, also an den Schluss hier, wo du hier bist. Hier kannst du das Ventil auch hinsetzen. Na, theoretisch. Wo so viel darf hier gar nicht mehr rumliegen, ne? Also. Ja, da liegt schon noch. 10 Stacks oder was? Hast du eben auf dem Boden gesehen. Naja, ich glaube, das sind schon mehr wie 10. Du bist ja eben drüber gelatscht. Also, ich gefühlte 20. Gefühlte 20, wenn es 17 sind oder 12 oder keine Ahnung. Weil es hier unten am Ventil hin, das ist die weiteste ja. sichtbare ja, Strecke. Ja, genau. Ist doch perfekt. So. Ja, dann lass uns mal rein. Da müssen wir Strom dran machen und dann können wir das ganze Switchgras da schon reinschmeißen. Mhm. Oh, ist das Jetpack schnell, ey. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, der Bernie hat den Fahrstuhl immer noch nicht schneller gemacht. Oh, ihr seid so ungeduldig. Das ist ein Stockwerk. Ja, ich stell dir den ein auf 2000 Hyperschallgeschwindigkeit. Boah, das wäre cool. Kann der so schnell? Ja, der kann tatsächlich also so schnell, dass du, glaube ich, abhebst. Ne? Aber also wenn ich mir den Kopf stoße und Schaden nehme, dann ist der genau richtig eingestellt. Ja, ich gebe mir Mühe. Okay, so, wir müssen jetzt tatsächlich nur an diesen Stromkreis mit dran. Also nicht so wild. Dann müssen wir hier drin. Gegebenenfalls muss ich das später nochmal umbauen. Wenn das hier nicht alles reichen sollte für die Automatisierung von ganz oben. So, das ist da jetzt mit dran. Das ist kein Problem. Warum haben wir eigentlich den nicht angestellt hier? Hä? Ey, was? Wieso? Es wird da oben irgendwas geerntet? Ja, das dürfte nicht geerntet worden sein. Ja, aber irgendwas ist. Ja, Achtung, du reißt gerade alle Pflanzen raus, oder? Hä? Nee, Moment. Ach so, die wachsen jetzt ja nicht mehr bis zum Schluss und haben schon, obwohl. Ach, die waren also jetzt fertig? Scheinbar. Ach Gott sei Dank. Jetzt noch, 12 noch. Weil der Witz ist. Der Witz ist, dass der. Drei Töpfe sind weg. Drei Töpfe? Vier, warte mal, vier. Ich bin noch nicht durch. Ich traue mich nicht, wenn die Havis sich bewegen, da reinzulaufen. Ich bin gleich mal Anzug kaputt. Jetzt geht. Ah, oh, das ist zu früh. Jetzt geht ja unten schon alles durch die Stacker auf einen nicht eingeschalteten Sorter. Ja, das ist mir jetzt gerade erstmal egal. Wie viele Pflanzen sind kaputt? Also, ich sehe den einen, den wir gezogen haben, plus drei sind vier Pflanzen insgesamt, die nicht mehr da sind.
Ja gut, es kann natürlich sein, dass auch Pflanzen, die halt in Nicht-Automatisierung, ne, die werden ja nicht mit eingerechnet. Ja. Das ist bei mindestens zweien schon der Fall. Der ist mitgerechnet. Zwei. Das ist auch nicht. Das sind also drei schon ohne Automatisierung. Aber ja, ist ja nicht schlimm. Ne? Das sind halt dann in dem Moment die Arschlochpflanzen. Punkt. Dann werden wir jemanden nachpflegen. So. Aber ja, mich hat's gerade, was mich gerade super irritiert hat, in dem Moment, wo ich. Kommst du mit runter oder bleibst ja, du? Ja, ich komme. In dem Moment, wo ich gerade angestellt habe, weil der war irgendwie aus noch. Weil das Skript schreibt auf den. Auf die Ausgabe halt erst nach dem Ernten drauf. Das heißt, die Zahl, die da angezeigt wurde, passte überhaupt nicht zu dem Punkt, wo er eigentlich ernten soll. Weißt du, wie ich das meine? Nicht wirklich. Also auf das Housing wird erst wieder drauf geschrieben, wenn der durch ist mit dem Ernten. Ja. So, deswegen stand viel länger dieser alte Wert da drin. So, dann schreibe ich den einfach nochmal vor dem Ernten da rein. Ja. So, die sind jetzt oben fertig, ne? 0,75, das passt. So, dann nehme ich den mal raus. So, dann bin ich vielleicht auch demnächst nicht so verwirrt, wenn das nicht stimmt, was da steht. Und dann trotzdem geerntet wird. Das hat mir gerade sehr viel Angst bereitet. Ich habe mich immer erschreckt. Vor allen Dingen so angeschaltet, instant angefangen zu ernten. Der Wert passte überhaupt nicht. Da stand irgendwie bei 0,6 oder so. Ja. Und, okay, so, gut. Es hat alles funktioniert. Das ist sehr gut. Jetzt sind oben halt ein paar rausgerissen worden. Ist nicht wild. Werden halt irgendwann nachpflanzen. Wo möchtest du gerne den Computer stehen haben, der draußen den Sorter einmal eingestellt? Wir brauchen den nur einmal. Ne? Danach können wir den irgendwo anders hinstellen. Aber jetzt für das Einstellen des Sorters brauchen wir nur einmal den Computer. Wir können halt auch... Warum ist gerade das Licht ausgegangen? Das weiß ich auch nicht. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ja, ich weiß es auch nicht. Wir sind ja beide hier drin und ich habe auch oben gehört, dass die Harvis auch alle wieder ne, ihren Smiley gezeigt haben. Oder? Ach, keine Ahnung, das Spiel gehört, macht ja komische Sachen. Gezeigt haben. Entschuldigt. Ja, also mitbekommen, dass sie oben wieder Strom bekommen haben. So. Ja, stell den doch ich einfach hier hin, wo ich jetzt stehe. Ja. Mit dem Rücken an deine Wand. Ja, also so, dass ich da noch. Also ja, von hier quasi bedienen, aber so, dass ich da hinten auch noch dann noch Chips dran setzen kann. Also nicht quasi direkt in die Wand bauen. Ja, dann stelle ich den mal. Ich stelle den mal hier hin. Umstellen können wir den immer noch. Das ist ja jetzt nur ganz kurz temporär, um den Stacker, Sorter da draußen einzustellen. Das würde ich so nicht sagen. Ich fände das auch ganz schick, den da stehen zu lassen. Dann können wir den hinstellen, wo wir Platz finden und wo wir den gut finden. Weil ich kann ja auch vom Computer quasi jeden IC dann anwählen, ne? Ja. Ja, ich glaube bis zu 6 oder so kann der, glaube ich, verwalten. Oder bis zu 5 oder so, weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, ein Limit. Bin mir jetzt aber auch gar nicht sicher, ob das so ist. Sieht schon wieder das Licht aus. Haben wir keinen Strom mehr? Das wäre bitter. Keine Ahnung. Das wäre tatsächlich ganz großer... Ja, wir haben keinen Strom mehr gerade. Ist der GFG schon wieder am Zicken? Und da ist er wieder. Oh, dann mal ganz schnell zum GFG gucken gehen. Ja, geh schon mal vor. Ich muss mich anziehen, okay. Ja, Strom weg. Nee. Hä? Hä? Was war denn das gerade? So. Sorter. Da soll sortiert werden. Should only be processed off the server. Was kriege ich hier gerade für eine Fehlermeldung? Sorter? Achso, ja, der Sorter, der wirft ja irgendwie immer einen Fehler. Ja, okay. So, wo finde ich denn jetzt die Samen? Saatgut? Oder wie heißt das noch? Wie heißt denn das Zeug? Ach Gott, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn hier Licht ausgeht.
Eventuell Seeds, ich weiß es nicht. Sesam, öffne dich. Er tut's aber nicht. Ah, jetzt haben wir wieder Strom. Weidelgras Saatgut. Die GFG-Batterie ist halb gefüllt. Und wir so eine Last da hinten auf dem Greenhouse, dass das ein 25 kW Trafo nicht ausreicht? Dann wäre. Nee. Dann. Keine Ahnung. Moment mal. Bin ich hier im Brett vor dem Kopf? Ich stehe an der Battery, die von GFG gespeist wird. Was ist denn mit den Pufferbatterien? Die sind wichtig. Die sind leer, bis auf eine. Ja, dann haben wir zu wenig Strom gerade. Ja, Moment. Nein. Jetzt lass mich eben den Satz zu Ende bringen. Die Batterie, die der GFG lädt, die er bis zur Hälfte laden soll, die ist bis zur Hälfte geladen. Aber der Trafo daneben ist nicht an. Dann mach der den Trafo, mal an. Der jetzt... Mach den mal an. Aber jetzt mach ich den an. So. Jetzt geht ja die Pufferbatterie vom GFG natürlich sofort in die Knie, klar, weil der jetzt hier alle 5 leeren Station Bats auflädt. Okay, jetzt gehe ich zum GFG gucken. Also, er scheint ja zu laufen, sonst wäre ja gar kein Strom. Ja, hier nebelt's ordentlich, aber der rennt. Ja. Der GFG ja, läuft. Dann kann ich dir genau sagen, was passiert ist. Da ist die Automatisierung für den Transformator hängen geblieben. Ach Mann, ey. Das häuft sich aber heute, ne? Mhm. Wie kriege ich das denn jetzt da rein, ohne dass ich rauslaufe? Verdammt. Ich kann ja wieder kommen. Also jetzt ist ja scheinbar das Problem gelöst. Also Ich kann ja wieder zurückkommen. Klar, blinkt jetzt die Pufferbatterie vom GFG, weil die ja fast leer ist, aber... Ja, der wird jetzt ein bisschen brauchen, um die wieder aufzufangen. Ja, genau. Genau, er wird brauchen. Ich kann immer nochmal gucken, weil er lief gerade wie ein Kätzchen. Ja, der läuft wie eine Eins. Ah, und jetzt gehen auch mal die Active Vents an und aus, die vorher die ganze Zeit permanent angewiesen waren. Was auch auf irgendeinen Fehler von den Logikbausteinen. Okay, ich komme zurück zu dir, zum Greenhouse. Tada, das hat funktioniert. So, Bernie, dann kannst du die Sachen gleich in den Schacht schmeißen. Ich schmeiße es dir einfach aus dem Fenster. Ja, mach das. Ich bin gerade angekommen. Bist du schon da? Ja, ich bin angekommen. Kann ich das... Nee, das kann ich leider nicht. Okay, ich kann aber vielleicht von hier... Ach doch, das geht doch bestimmt. So, mal gucken. Ja, schwupp. Ja. Ja, der Sorter ist eingestellt, der funktioniert auch. Samen sind gerade wieder in der Base gelandet. Das ist sehr gut. Und das Weidelgras kommt auch nicht wieder in die Base zurück. Das ist auch sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn in einem Shoot das Gras dann zu biologischem Müll wird. Also wie heißt das? Ich komme da immer nicht drauf. Ich auch nicht. Dieses grüne, schleimige Ding da. Aber gegebenenfalls kriegen wir den Recycler gleich schnell genug aufgebaut, von daher warten. Ja, es sind ein paar Sachen, die haben nicht mehr viel Zeit, bis sie kaputt sind. Ach ja. Mal abwarten. Ja. So. Waren das alle? Ja. Ah ja, gut, dann habe ich die anderen noch am Mann. Okay. Den PC kann ich ja ausstellen, ne? Ja. Kannst du auch abbauen. Also für den, da brauchen wir den nicht mehr. Für den Sorter, wenn der einmal eingestellt ist. Ja, du stell den halt wohin, wo du Lust hast. Aber der Sorter braucht nicht mehr den PC. Außer du willst was ändern. Dann komme ich jetzt auch raus und dann können wir... Ja, hier sind wir jetzt soweit durch.
Ja, dann müssen wir jetzt zu Base und da weiterbauen. Mhm. Dann schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Eine halbe Stunde haben wir noch. Oh, gut. Dann erzählen wir euch gleich erstmal, was der Plan ist. Übrigens, für euch nochmal ganz interessant. Ich hatte das jetzt öfter, wenn Bernie nicht mehr da war und ich hatte irgendwelche Sachen dann ausprobiert oder gemacht gehabt, so wie letztens habe ich ewig lange geschmolzen. Und bin dann nach hier gekommen, habe die Tür hier aufgemacht von der Schleuse ins Greenhouse rein und wurde erstmal von der Feuerwand begrüßt. Weil irgendwie diese Räume sich massiv aufgeheizt haben, also wirklich massiv aufgeheizt haben. Und ja, mit Öffnen der Tür ist dann heiße Luft an die Außenatmosphäre gekommen und hat die natürlich dann entzündet. So, und weil mir das auf den Keks gegangen ist, weil das nicht nur einmal auch vorgekommen ist, habe ich jetzt eine Kühlung von draußen nach hier drin gebaut. Na, also wir hatten ja sowieso von der Mittelstation hier, wurde immer Alachgas abgesaugt und wurde dann nach draußen gegeben. Und dieses Rohr geht ja hier raus. Das habe ich jetzt einfach nur verlängert und dann hier einen Kühler draufgesetzt, dass quasi die Außenatmosphäre die Schleuse hier drin kühlt und fertig. So. Ja, und die Hitzeentwicklung haben wir ja nun auch rausgefunden, also vielleicht jetzt nicht wir hier gemeinsam, aber die Türen, tatsächlich, Ausrufezeichen, die Türen geben so eine enorme Energie ab, dass es nicht, also dass es über einen kurzen Zeitraum hier auf Kali ausreicht, das Gasgemisch innerhalb dieser Türen so zu erhitzen, dass es sich entzündet. Und dann brennt es halt kurz, auch wenn man das jetzt nicht beobachtet hat, weil Conny halt irgendwie in der Base war und nicht hier am Greenhouse. Dann hat sie halt in der Schleuse dann gebrannt, in dem äußersten Bereich der Schleuse. Und wenn er dann zurückkam und sagte ja gerade, mach die Tür auf, dann kam natürlich dermaßen eine Hitze daraus, die dann wiederum hier Kali angezündet hat. Und das sind ja die Türen. Das ist der Witz schlechthin. Es sind die Türen, die die Hitze abgeben. Also übrigens, die Samt der Tür oder... wir haben die Hälfte des Wasserstoffes auf den ganzen Mond hier verbraucht. Also wir sind ja mit 0,3 Mol gestartet, wir sind bei 0,145 Mol. Ja, und das hat ganz gute Arbeit hier durch unseren Feuerwürfel. Ja, also der brennt auch immer noch weiterhin, mittlerweile auch automatisiert. Sehr, 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 sehr schön. So. Bin gespannt, sehr, sehr wann gut. Wir den Punkt erreichen. Also Bernie weiß, wann wir den Punkt erreichen, ab wann wir nicht. Ab wann dann demnächst nichts mehr brennt. Die gehen im Stress leider nicht unter. Die kreischen jetzt schon seit 2-3 Minuten. Seitdem ich hier war, wo ich am GPG geguckt habe. Ja, auch irgendwas ist, auch hier ist wieder irgendwas jetzt nicht richtig gelaufen. Ja, ja. Also ja. Irgendwie hängen bei uns die Automatisierung seit dem Update. Aber volles Kanonenrohr. Ja, wobei. Oftmals sind sie ja gar nicht die Logik-Bausteine. Das hatten wir vorhin in der Base. Da war die Sauerstoffabsaugung, die automatisierte, die zwar die ganze Zeit der Active Vent in die Filteranlage reingepresst hat, aber die Filteranlage nicht an war. Und da stellt sich raus, die Logik-Bausteine zeigen alle die richtigen Werte. Also eine 1 für an, für die Filter, aber der Filter war nicht an. Und das ist halt irgendwie sehr anstrengend. Und das ist ja schon nicht das erste Mal, dass ich das erlebe, sondern schon mehrmals. Gefühlt mindestens 10 Mal habe ich solch ein Phänomen gehabt. Und unter Umständen, so wie gerade eben hier gesehen, kann uns das Leben kosten. Sprich, wir hätten keinen Strom mehr und hätten ein Loch ins Greenhouse machen müssen, um rauszukommen. Also das sind Sachen, die dürfen einfach nicht passieren. So weit würde ich jetzt nicht gehen, dass wir ein Loch da reingemacht hätten. Ja, wenn wir nicht mehr rauskommen. Na, da hätten wir unsere Anzugbatterien da halt irgendwie dran gehangen oder so. Also bis ich da ein Loch reingemacht hätte, hätte schon viel passieren müssen. So. Ja, ihr Lieben. Und zwar, was haben wir Schönes vor? Erstmal können wir den hier wegmachen. Also die Chutes müssen hierhin ankommen. Das ist jetzt nicht das Riesenproblem. Aktuell kommen die Chutes ja hier an und gehen dann zur Base. Das ist natürlich nicht mehr gewollt. Und wir werden die dann einfach da durchleiten und dann irgendwie nach da kommen. So, wir schnappen uns jetzt erstmal ungefähr einen ganzen Arsch voll Frames. Und dann setzen wir die mal hier hin. Das ist diesmal nicht so groß, dass ihr das nicht mitkriegen braucht, sondern es wird sich im Rahmen halten. Wir sagen mal erstmal 5x, keine Ahnung, 5x10 oder so, oder 5x5. Na, 5x5 reicht auch.
Vermutlich erstmal. Hast du ein paar Stahlbleche, dann kann ich schon schweißen. Liegt alles im Schrank. Ah, im Schrank. Okay, gut. So. 5x5 wird nicht ganz reichen, weil... vielleicht verschweißen wir die noch nicht, Bernie. Ach so, wegen der Tools, ja. Ja, ja. 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 Eine Sache, die wir gelernt haben. Erst doppelte Arbeit. Schuhe verlegen und dann die Dinger. Ja. So. Ne, wir brauchen noch ein bisschen mehr, weil wir auch noch hier dran müssen. Also zumindest möchte ich dann hier noch was verlegen. Wir werden es erstmal einfach machen, solange die ganze Gassortierung und so weiter und so fort noch nicht verändert wird. Werden wir einfach bestehende Rohre benutzen, ja, und auch bestehende Chutes benutzen und so Klamotten. Von daher. So. Licht. So, dann brauchen wir mal die Silos. Recycler, hast du die Silos? Nee, die liegen da, genau. Mhm. Ich nehme die Plastik und die Steel Sheets. So, wir haben gesagt, wir machen die Silos auf die gleiche Höhe der anderen Silos. Mhm. So, das heißt, hier geht's rein, geht's von der Seite, ne? Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich weiß nicht, ob die Drehung dann so richtig ist für die, Naja. Das können wir jetzt anpassen. So rum, ist vielleicht sinnvoller dann. So. Die kommen dann von da rein, gehen dann da hoch. So, und dann geht das Ganze auf einen Recycler und danach wieder hoch. Brauchen wir da mehr als ein Frame dazwischen? Zwischen Silo, Recycler, Silo? Ja, wenn du da vernünftig durchlaufen willst, ansonsten hüpfen wir drüber oder fliegen drüber, ist auch egal. Dann machen wir das einfach jetzt nochmal zwei. So. So. Also. Idee, alles zum Recyceln geht in den Silo, der Silo geht auf den Recycler, Recycler geht wieder auf ein Silo und dann gehen wir vom Silo auf Zentrifugen, die wir irgendwie vergessen haben vorzubauen. Geh mal rein. Wir haben keinen Strom mehr. Schon wieder keinen Strom mehr? Doch, wir haben Strom. Was ist jetzt kaputt? Warum haben denn die Türen hier keinen Strom? Ich habe gerade nur das Silo verschweißt. Ich habe keine Ahnung. Also Strom ist genug da. Und hier auf der ganzen Linie ist kein Strom. Hier alle Logikbausteine sind aus. Also haben keinen Strom. Ey, hier passieren Dinge, das ist irgendwie komisch. Hier ist wirklich komisch. Was ist mit der Base? Ja, keine Ahnung. Ich sehe gerade nicht, ob die Base Strom hat. Nee, die Base hat keinen Strom. Nee, ist schon länger nicht, weil die Nuklearbatterie im APC ist schon fast leer. Also ist schon länger kein Strom. Erstmal eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum fehlt hier ein Kabel? Oh. Wo fehlt ein Kabel? Ja, an der letzten Batterie war kein Kabel verbunden. Hä? Mich nicht. Und warum kommt da nichts an bei der APC? Ja. Die nächste gute Frage. Hä, was? Also das sind seltsame Dinge, wirklich. Da fehlen Kabel. Ey, die können sich doch nicht in Luft auflösen. In der Base? Ja, das hier ist kein Kabel. Oder es wird mir nicht angezeigt. Ich geh mal rein. Achso, ja. Wie komme ich denn da rein jetzt? ja, warte mal. Wenn du das siehst, dass das fehlt, können wir das dann nicht irgendwie cheesen? So, meinst du einfach reinbauen? Ja, ich hab's nicht jetzt gesehen. Ich habe auch nicht geguckt. Aber das kann ja nicht von alleine verschwinden. Also, verbranntes Kabel steht da. Verbranntes Kabel? Wie kann denn 100 kW Kabel Überlast bekommen?
Ne? Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde jetzt mal tendenziell sagen, dass wir nicht an die 100 kW gekommen sind bisher. Das möchte ich aber auch sagen. Vor allem, weil wir ja alles andere hier mit Trafos abgetrennt haben. Also praktisch hängt ja nur die Wasser und die Base, also wirklich unsere Base und die Wasserbereitung an diesem. Nee, ich glaube, die Wasserbeleitung sogar auch nicht. Die haben wir auch abgetrennt. Ja, ist doch das stromführende Kabel, ne? Also da hängt alles dran an dem Kabel. Ja, schon. Aber dafür müssten wir halt trotzdem über 100 kW abgezogen haben. Ich wollte gerade sagen, aber dann muss trotzdem hier auf dem Stück bis zur Base mehr wie 100 kW gewesen sein. Oder könnte das sein, dass das mit dem Transformator zu tun hatte, den wir da dran gebaut haben? Dass der vielleicht in dem Moment, wo er angeschaltet wurde, dass der dann irgendwie schlagartig 25 kW zieht? Ja, der lässt dann 25 kW durch, ja. Wenn sie abgenommen werden, der lässt ja nur so viel durch, wie abgenommen wird. Ich habe keine Ahnung. So, ich kann rein und die Zentrifugen bauen. Mein Herr, ist das ein Abenteuer hier. Ich habe es nicht durchgerechnet, ne? Also ich habe auch keine Ahnung. Also jetzt müssten wir da mal irgendwie mal so ein Kabelanalysierer Moped dran bauen oder so. Ist im Regal, aber ich kann ja sagen, ein Stacker braucht 50 Watt. Ob der nun was macht oder nicht, der braucht 50 Watt. Nee, Entschuldigung, der braucht sogar. Kommst du jetzt auf Stacker? Ja, die wir da hinten am Greenhouse haben, die dann eben draußen über den gerade frisch. Von dem redest du doch, von dem 25 kW draußen, ne? Ich rede von allem. Ich rede von allem. Ich habe keine Ahnung, was wir mittlerweile verbrauchen. Ja, aber du hast ja gerade eben gefragt, wir haben jetzt ja draußen den kleinen 5 kW gegen einen 25 kW am Greenhouse draußen ausgetauscht. Und du fragtest ja, ob der in dem Moment hier dann die Überlast erzeugt hat. Und draußen an diesem 25 kW Trafo hängen aber nur, wie viel denn, 4 Stacker dran und der Sorter. Ach, keine Ahnung. Also das kann nicht sein, dass das 25 kW zieht. Wenn dann ist das sowieso gerade nur eine Spitze gewesen. Ja, aber weil, diese Spitzen dürfen wir halt nicht haben, ne? Das ist klar. Ja, ja, das ist mir auch klar, dass wir die nicht haben dürfen, aber eine andere Erklärung haben wir nicht, weil wenn wir durchgehend 100 kW abziehen würden, dann würde unser GFG da auch gar nicht gegen ankommen. Ja. Und wie man anhand der Batterien da sieht, kommen wir da dran. Die große Frage ist noch, ist nur das Kabel kaputt gegangen? Ja, allerdings. Und noch mal eine zweite Frage, große Frage, warum ist das Kabel da an der Stelle kaputt gegangen? Oder war da eine Sicherung? Hatte ich da noch eine Sicherung eingebaut? Ich habe ja mal gerne eine Sicherung gebaut. Das ist verbranntes Kabel, keine Ahnung. Wenn da eine Sicherung drauf war, dann sieht man sie nicht mehr, weil sie ja verbrannt ist. Aber vermutlich, weil ich bin der Mensch, der gerne eine Sicherung nimmt, damit ich weiß, wo das Kabel durchbrennt. Was aber nichts an dem Fragezeichen ändert. Warum ist es durchgebrannt? Das macht keinen Sinn. Fragen über Fragen. So, wir werden übrigens nur eine Zentrifuge erstmal bauen. Ja. Und dann beobachten, wie das Ganze so klappt mit einer oder nicht. Werden wir dann sehen. Übrigens, ich möchte nochmal betonen, wie geil diese Brille eigentlich ist, ne? Also. Nur für den Fall, dass das du nicht schon gesagt hattest. Ja, ich glaube, ohne hätten wir gerade viel länger gesucht. Ja. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen, an der Stelle zu gucken, aber da war wahrscheinlich eben wirklich eine Sicherung. Ja. So. Ich habe noch zwei Kabel am Mann, die wir brauchen werden. Zwei dünne. Also wir werden auf jeden Fall auch die Zentrifugen da hinsetzen. Aber ich ziehe jetzt schon mal die Chutes hier rüber. Weil dann könnten wir ja schon mal hinten das Ventil aufmachen und alles in Silo laufen lassen, ne? Ja. Lässt du mich an dem Plan hier teilhaben? Wo kommen wir jetzt vom Greenhouse mit der Chute-Leitung auf welches Silo? Auf das erste Silo vom Gang aus gesehen kommen wir da drauf.
Okay, oben. Ja, genau, okay, oben. Dann kommt es unten raus, geht durch den Recycler, geht wieder ins Silo, kommt hier unten wieder raus. Ah, okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ja. Hast du diesen Cable Analyzer mitgebracht? Nö. Okay. So, jetzt wird's spannend. Ich muss irgendwie nach da hinten kommen, wieder mit den Shoots. Ach, lieb's. Erstmal bei den Boden unter den Füßen wegziehen. Gerne. So, da muss ich allerdings eine tolle Kurve bauen, weil ich unter dieser Chute her muss. Was ist los, Bernie? Nee, gar nichts, gar nichts. Ich kann dir nur gerade nicht helfen, weil ich deine Shoot-Planung nicht vor Augen habe. Du könntest, wenn du Lust hast, schon mal die Rohre für die Zentrifuge ziehen. Also es bleibt ja Ja. in der gleichen Reihe. Die brauchen wir sowieso. Ja, mach ich. Mach ich. Dann ziehe ich jetzt hier den Boden unter den Zentrifugen weg. Haha. Mach doch. Ja, du wolltest mir ja den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich ziehe den Boden unter den Zentrifugen weg. Ach Genau. so, Und wie übrigens, war das? Ja. warum die Zentrifugen auf Stress gegangen sind. Ja. Vermutlich nicht mal ein Automatisierungsproblem, sondern ein Problem mit dem Stromausfall. Ja. Vermute ich mal. Also die werden das wahrscheinlich nicht so geil abkönnen, in dem Programm gestört zu werden, je nachdem an welcher Stelle die gerade stehen. Ja, wenn hier Stromausfall war, dann sind ja auch die ganzen Logikbausteine aus. Ja, Und auch sind die das. denn dann nicht zurückgesetzt? Also, ne? Also die, ja. Ja, Stromausfall ist für die Automatisierung der Zentrifugen auf jeden Fall ziemlich AA. Ja. Ja, genau. Und nicht nur für die. Ne? Ja. Okay, ich verlange. Achso, nee, wir hatten uns noch einen Gedanken gemacht, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Was war Fazit letzten Endes? Wir wollen das Abgas von den Zentrifugen nicht auf dieses Abgasrohr hier lenken, sondern wir wollen es Ja, Richtung. das sind ja beide Rohre hier. Die musst du beide langziehen. Ja, das eine ist Sprit und Genau, das und das andere ist andere ist Abgas. Abgas. Genau. Ja, aber da war doch was mit dem Abgas. Du wolltest das doch nicht hinten am Schmelzraum haben. Ja, doch, das von den Zentrifugen schon. Was? Nur nicht das von den Lichtbogenöfen, weil da Pollutant halt drin Ah, ist. okay, ja, dann gut, dann weiß ich Bescheid. Dann baue ich hier Ruhe. Was Okay. der Bernie meinte, wir haben da vorhin drüber gesprochen, wo wir mit den Abgas bleiben von den Lichtbogenöfen, mit dem Pollutant. Und ich hatte gesagt, ich möchte eigentlich nicht mit dem Abgas von den Zentrifugen oder mit dem Abgas, mit dem Pollutant von Entgasen nicht auf das Abgas der Zentrifugen, weil ich demnächst hier gerne alles Pollutant frei haben möchte. Auch das Kaltgas, was wir aus Polluten ziehen, sehe ich aktuell nicht mehr. Ich will hier eigentlich nirgendwo mehr Pollutant drin haben, macht nur Probleme. Oder Probleme, die man wieder mit einberechnen muss, und dann will ich es lieber hier an der Stelle gar nicht drin haben. Ja, ist vernünftig. Ja, und deswegen nehmen wir demnächst auch als Kaltgas dann tatsächlich eher irgendwas, was wir schon in Mengen haben, zum Beispiel Stickstoff. So, Bernie ist da hinten dran, dann baue ich hier noch einen Recycler hin. Bausatz Recycler. So. Setze ihn lieber so, obwohl, naja, ist egal wie rum. So.
Dann gehen wir da drauf. Passt. Bernie wollte hier gerne durchlaufen können, deswegen gehen wir hier noch eben in den Boden. Ja, also nicht übertriebe, ne? Aber ist immer schön, wenn man durchlaufen kann. Ne, meinen Schraubenschlüssel hätte ich gerne wieder. Ja, wir waren erst mal überlegen, ob wir überhaupt nach dem Recycler einen Silo setzen, weil die Recycler tatsächlich unendlich speichern können oder zumindest jede Menge speichern können. Und waren mal halt so am Überlegen, machen wir es nicht. Aber ich vertraue dem Braten halt nicht. Ja, und ich würde auch mal behaupten, das ist ja irgendwie ein Glitch, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt ist. Ich weiß es nicht. Es ist zwar schon ewig und lange drin, ich kenne das von Screenshots aus dem Discord. Ich selber habe aber nie verstanden, wie man so eine Menge in so einem Recycler überhaupt zustande bekommt. Jetzt weiß ich, wie es geht, aber eben, irgendwann vielleicht werden die Entwickler halt sagen so, nö, ne? Der puffert nicht mehr, der Recycler. Und dann haben wir ein Problem. So, mal kurz gucken, wir wollen ja die Zentrifugen mit den anderen Zentrifugen steuern lassen. Das heißt, ich muss den gleichen Kabelbaum hier verbinden. Mhm. Und das wiederum ist das der hier, der kleine. Mhm. So, heißt, da mache ich eine wunderschöne Kurve unten drunter her. Oder das Stichwort der kleine gerade, sagst du, vielleicht müssen wir mit dem Kabelanalyse mal gucken, wie viel Saft wird denn von dieser Leitung hier überhaupt gezogen, ob da der kleine noch reicht. Dann auf Dauer jetzt mit Recycler und ne, die Silos brauchen gar nichts, stimmt. Ja, geh ruhig mal eben rein und bau noch mal eins, sonst zwei, dann tauschen wir den direkt mit. Ja, nämlich. Aber das, nee, also, aber wir haben jetzt, nee, die Silos brauchen ja letzten Endes fast nichts. Ja, aber die ganze Logik hängt da auch dran. Die, ne? Logik, stimmt, ja, das summiert sich. Das summiert, jeder Baustein, glaube ich, 10 Watt, ne? Das summiert sich tatsächlich. Das war ja damals tatsächlich überhaupt nicht so, hat mir überhaupt nicht auf dem Schirm, was hier alles nur dran sitzen wird an dem Kabel. Mhm. Also, ein Kabelanalyzer habe ich, aber ich baue halt nochmal. Ja, und zwei Trafos, ne? Zwei kleine? Mhm. Dass wir damit wieder ein 25 kW machen? Ja. Ja. Da hat der Bernie mir auch was gezeigt. Ich habe gedacht, es gibt nichts zwischen dem kleinen und dem großen. Ja. So. Okay. Dann theoretisch. Ich glaube, ich bin schneller als die Jutes. Wir probieren es aus. Wenn das übrigens in Betrieb ist, werden wir auch unsere Base etwas umbauen. Da haben wir nämlich jede Menge Stuff, den wir dann gar nicht mehr da stehen haben brauchen. Und da werden wir auf jeden Fall dann auch ein bisschen was abändern. Mhm. Gucken wir mal, wer schneller ist. Ich oder die Chutes? Die Chutes. Ich weiß ja nicht. Ich auch nicht. Ich mache noch so eine Zentrifuge auf. Da ist noch nichts angekommen. Hier? Auch nicht. Oder ich habe es falsch vertutet. Das ist natürlich auch möglich. Totale Verschutung. Oh, bitte komm eine 1. Eine 2 wäre auch okay. Hör auf, eine 0 zu sein. Ja, Gott sei Dank. Jetzt ist angekommen. So, dann können wir den aufmachen, dann kann der hier wirken. Und dann kann ich das hinten, das Ventil aufmachen und dann Feuer frei. Dann kann schon mal alles rauslaufen und dann haben wir das Switchgras auch verarbeitet, bevor es jetzt weggammelt. Ja.
setze da wieder eine Sicherung rein an die Stelle, wo vorhin eine war. Du kannst, nee, du kannst auch einfach mal hinter den Batterien Sicherung setzen, so dass man das auch sehen kann. Ja, genau. Das ist, also ich, ja, das meinte ich. Auf da sind ja zwei Abzweigungen, glaube ich. Ja, quasi in jeweils eine Richtung. Wenn das da wegknallt, dann haben wir zwar nirgendwo mehr Strom, aber dann sehen wir sofort, woran es liegt. Ja. Genau, eine geht da weg und eine geht da weg. Ich weiß nicht, ob wir das in den Frame setzen können. Ja, im Frame, dann sehen wir es ja wieder nicht. Also das machen wir nicht. Ja, aber ich kann das Kabel ja auch ein bisschen oben lang führen noch. Ja, genau. Machen wir doch eben hier. Also in der Base ist jetzt keine Sicherung, sondern die kommt nach draußen. Vor die Base draußen. Oder hinter den Batterien, wie auch immer das definiert ist. So, zur Sicherung habe ich, ich habe die Cable Analyzer, ich habe die Trafos. Soweit vorbereitet. Warte, ich komme. Wie viel Sicherung hast du jetzt? Zwei. Okay. So. Na, also hier kannst du eine draufsetzen. Aha, ja. Okay. Oh. Und 100 kW, ne? Mhm. Und dann hier. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Der Strang, der zur Base hinführt, ne? Ja. Vielleicht auch ein bisschen näher, weil das, wenn man drin steht, dass man das noch sehen kann. Oder kann man das von da sehen? Ja, wahrscheinlich. Wir wissen doch dann an der Stelle, dass. Ne, also ja, das muss ja dann da sein. Und hier hinten fehlte einfach ein Kabel. Frag mich nie warum. Ja, das habe ich eben gesehen, dass das fehlte. Aber das fehlte natürlich erst seit Neuestem. Das war nicht immer weg oder keine nicht Ahnung. Da. Nee. Keine Ahnung. Nee. Dann lasse ich mir aber nichts erzählen. Ich schnapp mir kurz ein Tigerentenkabel Richtung Händler und lege das da drüber. So, da ist auf jeden Fall schon jede Menge angekommen hier. Okay. Ja, ihr Lieben, die Stunde ist schon wieder vorbei. Vielleicht nicht ganz. Ja, nicht so viel geschafft wie gedacht, weil irgendwie sind so ein paar Sachen dazwischen gekommen, die gar nicht eingeplant waren. Aber gut, ich denke, wir können da alle mit leben. Ja, und dann würde ich sagen, schreibt uns mal gerne was zu unserem Plan hier. Ansonsten, hey, ihr wisst es, ne? Einfach schreiben. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Neue Leute auch gerne abonnieren. Und ja, sonstige Anmerkungen, ne? Haut es einfach in die Kommentare. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Tag und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Ciao!